hinten war einer. Oh, jetzt blinkt mein Hunger auch. Na gut, warte mal. Den Hunger da, das... Hunger müssen wir ja nicht. Das muss ja nicht sein. Da können wir was machen. Hunger ist ja kein Problem. So, das Lagerhaus. Der Verschlag da vorne sieht auch so aus, als könnte man ihn plündern. Wollen hier kein Risiko eingehen hier. Das Lagerhaus ist eindeutig die besseren Chancen. Vor allen Dingen, selbst wenn in dem Lagerhaus Zombies sind, kriege ich die locker leicht und flockig gekillt. Die Erfahrung habe ich schon mal gemacht. Ich habe auch schon mal in so ein Lagerhaus gekämpft. Und die Zombies dürfen ja in... Die dürfen nur. Ja, die können ja in Häuser nur gehen. Oder so komisch langschlurfen. Und das macht es natürlich ziemlich einfach, die mit Einzelschuss niederzukämpfen. Deswegen habe ich auch meine 37 Kills hier, weil ich die halt alle relativ langsam getötet habe. Mal gucken. Ne, ich möchte eigentlich nicht die AK nehmen. Die brauche ich gerade nicht. Die werde ich natürlich rausholen, falls ich hier irgendwie ein letztes Gefecht mache. Oh, was ist da denn? In dem Auto. Oh, Junge. Ist das, was ich denke, was es ist? Ja, es ist Müll. Verdammt. Ich habe mir gerade für eine Sekunde Hoffnung gemacht, dass es runtergekippte Vorräte sind. Schön ist, da links ist gleich nochmal ein Haus. So, was haben wir hier? Na, super. Alles, aber kein Wasser. Bandagen, ein Hitzepaket, Roadflares. Ja, alles so super Zeug, was ich... Ja, und Pappkern-Munition. Mhm. Alles so Zeug, was ich jetzt gerade... Was zwar super wäre zum Kämpfen, aber... Was ist da denn auch? Eine Brechstange? Ne, ein Gewehr. Eine Lee Enfield. Ne, dafür lege ich meine AK garantiert nicht um den Boden. Also wenn ich jetzt ohne unbewaffnet hierher gekommen wäre, wäre das super gewesen. Ich schätze mal, die Munition dazu wäre auch noch für die Lee Enfield gewesen. Hätte ich auf jeden Fall gebrauchen können. Ich gehe mal darüber ins andere Haus. Ist echt verdammt still hier in Cerno Wars. Ich hätte mit mehr Zombies gerechnet. Habe ich langsam, dass ich hier mal was zu essen finden würde? Könnte ich mich eventuell nochmal hochraffeln. Bis jetzt hatte ich ja immer Glück. Ach, das ist ein Viehstall. Grimpf. Na gut, im Kuhstall werde ich garantiert nichts zu trinken finden. So viel ist mal klar. Verdammt, da war ich wieder zu mutig. Aber eigentlich sind meine Chancen jetzt ziemlich gut. Also wenn mich jetzt Zombies entdecken, renne ich schnell in die Lagerhalle da hinten. Oder schieße die Idioten. So viel können das hier nicht sein. Das ist da hinten das, was ich denke, was es ist. Und zwar so eine komische Glasscheibe fürs Auto. Ja, super. Das ist schon wieder der Autohändler hier. Oder? Ja, es ist eine Glasscheibe. Verdammt. Die habe ich schon mehrfach gesehen. Also man kann sich ja Autos reparieren. Habe ich ja zum Glück noch gar nicht erwähnt, aber... Das Auto reparieren... Bringt mir halt noch nicht so richtig viel, wenn ich Durst habe. Es sei denn, ich würde zum Drive-In von McDonald's fahren und mir eine Coke bestellen. Eine Coke, das wäre jetzt was. Zumindest irgendwas anderes. Und nicht ahnen, dass ich hier im Viehstall auf jeden Fall nichts finden werde. Da hinten war ein Haus. Aber wer zur Hölle hat dann bitte schon bei sich zu Hause, vor allen Dingen hier in Osteuropa, eine Wasserflasche in der Bude liegen? Also so eine Feldvorratsflasche. Wo ist da denn? Was liegt denn da noch in den E-Kasten? Kann ich das plündern? Nee, natürlich nicht. Auch ein Problem von mir ist, dass ich nie so richtig weiß, wie die Sachen aussehen müssen, die man so erkunden kann. Tim 2 was killed. Komme ich hier rein? Oder komme ich hier nicht rein? Ach, verdammt. Ich würde eher vermuten, dass nicht. Hm. Ja. Da hinten hat der Hof noch so einen kleinen Anbau. Boah, nicht rennen. Halt, nicht rennen. Warum rennst du denn so oft? Hallo, nicht rennen. Hä, hallo? Also irgendwie ist sie jetzt immer der Meinung zu rennen. Kann man nicht mehr... Ach, Umschalttaste. Gut, das schleiche ich standardmäßig. Ich glaube, so müsste es immer sein, ne? Dass man standardmäßig immer schleicht und nur rennt, wenn man Taste drückt. Naja, bei mir war es bis jetzt andersrum. So, hier ist ein Brunnen. Und ich glaube, dass ich an so einem Brunnen könnte ich meine verdammte Feldflasche auftanken, wenn ich denn eine hätte. Das Problem ist, dass man anscheinend... Und wieder Sound. Doch, Sound. Okay, warte mal. Stream neu starten. Ach ja, dieser Stream.
Ja, also wenn ich eine Wasserflasche hätte, wäre es gut. Ich könnte es ja auch mal schreiben. Ja, Livestream-Aufnahmen sind immer so eine Sache für sich. Oh, Verbindungsprobleme. Doch, da hinten geht es nochmal rein. Ich weiß nicht, ob das ein extra Anbau ist oder ob ich den auch schon durch die Lagerhalle hätte erreichen können. Aber mal gucken. Das ist doch Verbindungsproblem, das Symbol, oder? Oh Gott, wie gut jetzt eine Wasserflasche wäre. Habe ich gerade eine Leiche gehört? Also, fliegen? Nee. Na, super. Also ich habe mal wieder eine leere Flasche gefunden. Das Problem an diesen leeren Flaschen ist, dass die leider a cracked empty whiskey bottle. Das heißt, cracked, das Ding, das Stück ist kaputt. Und kaputt bringt mir leider mal so gar nichts. Ich habe übrigens noch 4 Schuss in meinem Magazin hier. Ja, das hier sieht auch sehr nach leeren Dosen aus. Ja, alle 3 leer. Oder 4. Verdammt, Mann, ey. Den Geräusch nach zu urteilen, hat sich das mit der Zombie-Freiheit jetzt auch gerade erledigt. Ne? Super. Ja. Für Waffen und Munition wäre dieser Platz super gewesen. Was ist das da hinten noch für eine Hundehütte? Kann ich da vielleicht noch was holen? So eine Waffenhundehütte wäre natürlich auch noch begrüßenswert, aber... Hä? Bin ich einfach gerade... Achso, der Zaun hier ist kaputt. Tja, Freunde. Ah, da hinten ist ein... Da hinten ist ein Schleicher. Na gut, da kann man... Ja. Ist das normal, dass man so wenig findet, Burn? Ja, naja, es ist ein Survival-Spiel. Also ich habe, glaube ich, habe auch extremes Pech. Also ich habe bei anderen Leuten, die ich gesehen habe, die haben andauernd was gefunden. Ich habe bis jetzt nur über Leichen was gefunden, was wirklich, was mich weitergebracht hat. Und ich habe andere Leute gesehen, die sind zum Jägerstand, da haben sie gleich ihre erste Waffe gefunden. Bei mir lag da gar nichts. Und die sind in ein Haus rein, gleich im ersten, wo sie vorbeigekommen sind, haben irgendwie eine Wasserflasche und was zu essen gefunden. Ich finde hier gar nichts. Es gab zwar noch einen Patch zwischendurch, aber ich weiß nicht. Also irgendwie... Aber ich war hier in jedem Gebäude und... Warte mal, die Hütte hat ja auch noch eine Vordertür, ne? Wo ist denn hier der Kriecher hin? Da hinten. Ah, da tut mir nichts. Der ist weit weg, der Kollege. Ich versuch's nochmal, ob ich hier irgendwie durch die Tür reinkomme. Dass ich auch nicht einfach hier vom Brunnen trinken kann. Was soll denn das? Kann ich wirklich nicht. Echt nervig. Wenn ich das nämlich könnte, wäre mir schon extrem geholfen. Da hätte ich erstmal eine Zeit lang Ruhe. Nee. Das ist eine definitiv zu Tür. Verdammt. Tja. Tja. Was willst du machen? Na, gucken wir weiter. Vielleicht finde ich ja noch was am Horizont. Hier ist mal wieder frei. Ist nochmal so ein Wohnblock, aber nee, bei so einem Wohnblock war ich auch schon mal. Die sind immer. Die sehen zwar verheißungsvoll aus, haben aber leider nichts zu bieten. Wie lange die das Trinkwassersymbol noch blinken kann? Ob ich einfach irgendwann umkippe oder ob ich dann einfach Leben verliere, bis ich sterbe? Wie schnell das geht, wäre jetzt auch die große Frage. Ich schätze mal, den Prozess treibe ich durchlaufen nur voran. Wie viele sind denn da hinten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück. Oh Gott, auf den Server hier sind doch 403 Zombies. Krass. Auf jeden Fall ziemlich viele. Aus den anderen, auf denen ich gestern gespielt habe, waren es, glaube ich, 200, oder? Also weniger auf jeden Fall. Oh, warte mal. Da ist noch einer. Also man sieht immer so am Bildschirmrand so eine kleinen weißen Punkte, die die Gegner anzeigen. Ich glaube, das ist auch noch so ein Beta-Event. Ach, da ist einer. Naja. Ich weiß nicht warum, aber mein aufrecht Schleichen wird anscheinend kaum gesehen. Mein im Boden so nah wie es nur am wie es nur möglich ist, den Erdbogen zu kuscheln, bin ich kaum zu sehen. Dum, 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 ein bisschen rollen. Ja, so vorbei mit der Glückssträhne. Ach Gott. Das Haus hier sieht auch nicht besonders durchsuchbar aus. Ach, verdammt, ey, ich will jetzt nicht sterben. Da habe ich ein Problem mit. Ich renne. Ich will nicht verrecken, Mann.
Warte mal, da hinten ist wieder so ein kleines Vorratshaus. Da liegt öfter mal was. Also zwischen da und da liegt öfter mal was. In diesem Haus leider nicht, aber... habe ich schon öfter gesehen, dass in solchen Ecken was liegt. Ah, ich glaube, das werden sie mit dem nächsten Patch hoffentlich auch nachbessern, dass das Spiel so nicht so schwer ist. Also, im Moment ist es ja echt Neuling unfreundlich. Das ist doch, glaube ich, daran, dass wenn ich nicht alleine unterwegs wäre, wären meine Chancen noch ein bisschen besser. Wenn man so mit einer größeren Gruppe, so mit zwei Mann, dann hat man zwar auch mehr Krachgefahr und so, aber ich glaube, allgemein läuft das besser, denn... nee, ist auch keine Tür. Durch so einen Ort hier zu schleichen? Naja. Ich muss sagen, bis jetzt verdammt wenig Feindberührung. Also die hängen da hinten alle auf dem Feld rum, aber das stört mich ja nicht so weiter. Ich glaube, alle durchsuchbaren Häuser haben auch irgendwie so ein Vorhaus. Also wie die Bude da hinten, wie die da. Die sind, glaube ich, die durchsuchbaren. Ey, das wäre echt vom Vorteil, wenn ich mal anfangen würde, was Wiki zu lesen. Oh, da ist einer auf der Straße. Stört er mich? Natürlich stört er mich. Der Zaun hier stört mich. Okay, jetzt wird langsam kriminell. Vor allem werden die Zäune hier langsam nervig. Ach, ich komme nicht durch. Admiral Aladen was killed. Das war zum zweiten Mal, seit ich da hingucke. Oh, das Haus da hinten. Ja, da komme ich rein durch die Garage. Da müssen wir hin. Der Hunger treibt mich ja voran. You need to drink. I know, buddy. But I didn't find any water rations. I only have a jerry can full of oil. Ich finde kein verdammtes Wasser. Also Maxime ist ja Gegner Feuer auszuschalten, bevor Feinde töten, bevor die einen selbst sehen. Okay, der wird mir keine Probleme machen. Der Kollege auch nicht. Oh, das Haus da vorne, das sieht gut aus. Oh Mann, ey. Irgendwie leckt das Video manchmal. Könnte am komplexen Material liegen, tut mir leid. Zu schwaches Internet. Das Wasser mag dich nicht. Ja, vor allen Dingen, weil es regnet! Ah, schon wieder eine Niete von der Tür. Ich stehe mal kurz auf, ich muss noch kurz was checken. Ich habe noch... hervorragend, 5 Schuss. Also für ein letztes Gefecht wird das nicht reichen. Sag ich mal gleich. Oh, oh. Da. Oh. Oh Mann, ey. Was haben wir denn hier? Ah, fuck. Wieder nix. Oder, warte mal, ist hier von irgendwas nutzbar? Toll, nur empty. Verdammt. Oh Gott, der hat mich gesehen. Ich schleiche trotzdem mal in aller Stille weiter. Vielleicht verliert er mich ja wieder. Oh, das bezweifle ich irgendwie. Doch, er hat mich verloren. Oder auch nicht. Mann, jetzt rennt auch jemand los, Mädel. Das ist ja unmöglich hier mit dir. Mir ist bewusst, dass das mein Todesurteil ist. Oh Gott. Oh Mann, ey. Ich hab mir nie gedacht, dass ich so sterben muss. Oh, ich bin bewusstlos. Ich glaube nicht, dass ich nochmal aufstehen werde. Tja. So ist das mit dem Sterben. Hat ein schönes Leben. Kann ich eine Karte öffnen? Schade eigentlich nicht. Ich hätte gerne gewusst, wo ich gestorben bin. Irgendwo in Zelenogorsk.
EU 18 war ich. Sollte ich mir vielleicht merken.